Was macht eine Kuh gesund und zufrieden? Eine bequeme Liegebox mit ausreichend Platz, hochwertiges Futter, genug sauberes Wasser, regelmäßiges Melken und auch Komforteinrichtungen für die Fellpflege. All diese wichtigen Funktionsbereiche sind über die Laufflächen zu erreichen. Die Kuh muss also selbst aktiv werden und sich gerne fortbewegen. Nur dann kann sie ihre Grundbedürfnisse ausreichend erfüllen und nur dann bleibt sie gesund und leistungsfähig. Dafür braucht es Laufflächen, die an die natürlichen Bedürfnisse des Rindes angepasst sind. Das bedeutet klauenfreundlich weich und rutschsicher. Bereits vor 20 Jahren hat die Firma Kreibuck in Tittmoning die erste Laufgangmatte aus Gummi entwickelt. Mit der Kura-Matte begann also das weiche Laufen im Milchviehstall. Seitdem wurde das Produktionssortiment für Laufflächen stetig weiterentwickelt. Und heute gibt es im Gummiwerk Kreibuck nichts, was nicht geht. So werden Spaltenbeläge maßgefertigt, es gibt Matten für planbefestigte Böden in verschiedensten Ausführungen und zur Unterstützung des Klauenabriebs wird Schleifmaterial in die Oberfläche eingearbeitet. An dem Standort hier in Tittmoning, da produzieren wir seit über 50 Jahren Matten. Die Anfänge waren wie alle Anfänge klein. Wenn ein Reifen rund erneuert wird, dann muss vorher das Restprofil abgeraut werden. Und da fallen wie so Hobelspäne an aus Gummi, die nennt man Raumehl. Und die Uridee vom Gründer hier war, das ist doch so ein gutes Material, weil Reifen ist so ein stabiles Gummimaterial, eins der stabilsten überhaupt in der ganzen Gummiwelt, das kann man doch nicht wegschmeißen. Und wie kann man das wieder zusammen vulkanisieren? Und da ist hier ein, möchte schon sagen, sehr einzigartiges Verfahren entwickelt worden. Und in kleinen, kleinen Schritten kam die Idee, Stallmatten zu machen. Wir nehmen einen alten, kaputten Reifen, machen ein Produkt draus, das dem Tierwohl dient und jetzt Lebensdauer von teilweise 20 Jahren hat. Wenn wir jetzt mal diese weichen Laufflächen nehmen, dann ist der Grundgedanke, die Kuh muss weich laufen, wie auf der Weide, die fühlt sich wohler, schnell gesagt. Aber da sind viele, viele Herausforderungen zu lösen. Die Matten müssen dick und stabil sein, dass die satt am Boden liegen. Man muss gut überlegen, wie man sie befestigt. Die Entmistung muss funktionieren. Es muss einfach gut laufen im Stall. Die Kühe müssen laufen und der Ablauf muss laufen. Bis man das ein Schrittchen weiter und weiter entwickelt hat, wird man natürlich immer sensibler. Und nach dem Motto, das Bessere ist der Feind des Guten, man überlegt halt irgendwann, was kann ich denn für Zusatznutzen reinbringen. In der Kreiber-Gruppe war das Know-how vorhanden, Korund, das zweithärteste Material nach Diamant auf der Welt, einzubinden in die Mischung, also dass die Körnchen wirklich fest drin sind. Und ich habe gesagt, das probieren wir auch. Das wäre doch eine Geschichte, wenn die Kühe gleich ein bisschen den Klauenschliff abkriegen, wenn sie drüber laufen und gleichzeitig wird es noch rutschfester. Und so ist diese Idee entstanden und dann haben wir es umgesetzt. Die Außenklaue der Kuh ist ca. 3 mm länger als die Innenklaue. Das betrifft nicht nur das Klauenhorn, sondern auch den Knochen. Auf hartem Boden entstehen dadurch Druckspitzen, die Klauenschäden und Lahmheiten verursachen. Die Weichheit der Kura-Matte ist speziell auf die Rinderklaue abgestimmt, weil die Außenklaue einsinken kann. Die Belastung verteilt sich dadurch auf Innen- und Außenklaue und Druckspitzen werden vermieden. Wir sind da jetzt am Betrieb Wimmer in Matze, Kugelmoos. Wir sind ein Bio-Heumilchbetrieb mit Braunvieh und Holsteintiere. Wir haben ca. 90 Milchkühe. Die Aufzucht ist bei uns ausgelagert an einem Partnerbetrieb. Wir haben vor 20 Jahren den Entschluss gefasst, dass wir von Anbindestall auf Laufstall umbauen und in dem Zuge waren wir eben auf der Suche nach einem Laufflächenbelag, der dauerhaft elastisch ist und die Viecher eine gute Trittsicherheit und ein natürliches Verhalten ermöglicht. Und ehrlich gesagt eigentlich durch Zufall auf den Gummibelag gekommen. In Bezug auf Klauenpflege schauen wir, dass bei uns jede Kuh mindestens zweimal im Jahr von einem Klauenpfleger durchgeschnitten wird, beziehungsweise zum Teil machen wir es auch selber. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir
keine Viecher haben, die was eine durchgelaufene Säule haben. Oder zum Beispiel Wanddefekte sind extrem selten, was mir eigentlich schon zu einem sehr großen Teil auf den Wochenlaufflächenbelag zurückführen. Wir haben die Matten jetzt seit knapp 20 Jahren herinnen und haben vor 10 Jahren nochmal den Stall erweitert. Und wenn man nicht weiß, wo der erweitert worden ist, kennt man eigentlich keinen Unterschied zwischen den alten und den neuen Matten. Und ich habe das einmal überschlagsmäßig ein wenig hochgerechnet, wenn man bedenkt, dass beim Fräsgang der Schieber 24 Mal pro Tag fährt. Und man das auf 20 Jahre hochrechnet, ergibt das irgendwo rund 175.000 Fahrten. Und ich glaube, da braucht man in puncto Abrieb oder Verschleißverhalten nicht mehr viel sagen, wenn die noch fast so ausschaut wie am ersten Tag. In Bezug auf, wie wir schon angesprochen haben, Klauengesundheit, Tiergesundheit und auch schlussendlich Nutzungsdauer, glaube ich, kann man da ganz eindeutig sagen, dass ich die Investition nicht nach 20 Jahren rechne, sondern sicher schon wesentlich früher. Bei der Gummimatte Profi Cura hat Kreibuck zusätzlich Klauenabrieb in die Matte integriert. Die Korundkörnung ist in die Oberfläche eingearbeitet und wirkt wie ein Schleifmittel. Das sorgt für einen sanften Klauenabrieb und unterstützt die korrekte Winkelung der Klaue. 24 Stunden am Tag. Anders als bei hartem Beton bleibt somit eine hohe Tracht und der Tragrand erhalten. Ein weiterer Pluspunkt von Profi Cura: Durch die einzigartige Kombination aus der Korundoberfläche und dem Einsinken der Klaue bietet die Matte eine enorm hohe Trittsicherheit. Ein weiterer Vorteil der Korundoberfläche: Sie ist nicht tief profiliert und kann dadurch gut gereinigt werden. Egal ob vom stationären Schieber oder durch Reinigungsroboter. Die Puzzleverbindung der einzelnen Laufgangmatten kompensiert die natürliche Wärmedehnung von Gummi. Trotzdem entstehen praktisch fugenlose Flächen. Das Puzzle greift exakt ineinander und ist mit bloßem Auge fast nicht mehr zu erkennen. Wir sind hier am Lafferhof, der ist in St. Johann in Tirol. Wir haben seit 1983 für die Milchkühe einen Laufstall. Die Kuhzahl haben wir zurzeit ungefähr 105 Stück Milchkühe-Rinder und 130 Stück Jungvieh. Jetzt haben wir halt da uns entschieden, voriges Jahr einen neuen Stall zu bauen. Wir haben uns dann am Betrieb angeschaut, der hat die Gummimatten nachträglich einbauen müssen, weil er die Rauigkeit vom Beton nicht so genau hinbracht hat. Jetzt sind die Kühe Probleme gehabt mit den Klauen. Das war eigentlich bei uns das Hauptargument, dass wir die Matten rendern. Und wir haben auch Bekannte, der hat ja schon 10 Jahre drin und der hat auch gesagt, also er würde nie mehr etwas anderes bauen. Und wir sind zwar jetzt noch nicht so lange drin, aber man sieht halt, dass die Tiere ganz anders gehen. Sie sind sicherer, sie fühlen sich wohler. Also wir haben auch jetzt noch bis jetzt nicht eine gehabt, die aufgrund Verletzung eine Klauenbehandlung gebraucht hat. Man sieht auch, dass die Rinder fühlen sich wohl. Also ich glaube, die Wirtschaftlichkeit, wenn es der Kuh gut geht, ist auch gegeben. Anlässlich neuer Herausforderungen im Kuhstall, wie Ammoniakemissionen, wurde Profi Cura weiterentwickelt. Das Ergebnis heißt Profi Cura 3D. Hier ist ein 3%iges Gefälle zur Mittelführung in die Matte integriert. Das sorgt für ein schnelles Ablaufen von Urin in die Mittelführung. Dadurch sind die Laufflächen deutlich trockener und es bildet sich weniger Ammoniak. Vor 15 Jahren haben wir Stall gebaut, haben uns damals für Schieberbahnen entschieden und haben damals die Cura P eingebaut, weil die Überlegung war zwischen Gummi, Gussasphalt und Beton. Mhm. Gussasphalt wird nach einigen Jahren rau, muss abschleifen. Irgendwann, die Lebensdauer ist auch begrenzt. Der Besenstrich wird ja, glatt und darum haben wir eigentlich mal für den Gummi entschieden damals. Und ja, das war eigentlich das Hauptargument und auch das weichere Laufen. Das Verhalten der Tiere in den ersten Jahren war relativ gleichmäßig, aber nach 4-5 Jahren wurde der Besenstrich glatt und da hat sich das Brunstverhalten
oder auch das dreibeinige Lecken der Tiere eigentlich hauptsächlich auf der Gummi verlagert. Seit einem Jahr haben wir die 3D als Prototyp, als Versuch auf einem glatten Besenstrich. Und seitdem muss ich sagen, sind die Kühe am Laufen, sie sind ruhiger geworden. Klauen, Geschwüre, Sohlendurchbrüche sind brutal zurückgegangen, weil die Kuh eigentlich das Weiche sucht, sage ich jetzt einmal. Und seitdem haben wir eigentlich jetzt auch eine natürliche Abschieferung im Klauen wieder. Also sie sucht einen weichen Boden. Bei der 3D sind jetzt nach dem Versuchsjahr der Vorteil. Vor dem Schieber entsteht kein Güllesee, weil der Urin relativ zügig, schnell in der Schieberrinne abläuft. Das ist eigentlich für mich einer der Hauptknackpunkte. Und auch die Weichheit. Die Gummimatte ist relativ durch das Einsinken oder durch die Korundoberfläche nicht rutschig, obwohl wir direkt über der Schieberbahn sogar unsere Großraumlüfter laufen zu uns. Im Sommer die Kühe laufen. Es war am Anfang meine Bedenken. Wir haben die 3D-Matte an die Liegeboxen, dass die Kuh, wenn sie rückwärts rausläuft, nach hinten vergrätscht oder rausrutscht. Es ist noch nie eine Kuh ausgerutscht oder irgendwas. Die Kühe laufen rückwärts von der Box raus und zu unten halt. Die Emissionsminderung steht an zweiter Stelle. Für mich steht eher die Tiergesundheit, Tierwohl, die Laufsicherheit an erster Stelle. Die Emission nehme ich mit, ganz klar, aber es steht an zweiter Stelle. Ein unbeliebtes Bild in Laufgängen mit Schiebeentmistung. Trotz häufigem Abschieben transportiert der Schieber einen Güllesee vor sich her. Das passiert in herkömmlich planbefestigten Laufgängen, bei denen die Flüssigkeit auf der Fläche stehen bleibt. Anders bei Profikura 3D. Der Urin wird sofort in die Mittelführung abgeleitet. Er kann somit permanent in den Abwurfschacht ablaufen. Der Schieber schiebt dann bei der Entmistung deutlich weniger Material vor sich her, das zudem trockener ist. Dann bleiben die Klauen trocken und sauber. Fest steht, weicher Boden auf den Laufflächen ist eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit und damit die Leistungsbereitschaft unserer Milchkühe. Mit der Kura-Matte von Kreibuck hat das weiche Laufen im Milchviehstall vor 20 Jahren begonnen. Profikura bietet mit der einzigartigen Korundoberfläche enorm hohe Trittsicherheit und den anatomisch richtigen Klauenabrieb. Die jüngst entwickelte keilförmige Profikura 3D vereint alle Vorteile des gesamten Laufmattensortiments von Kreibuck. Zum einen sorgt das integrierte Gefälle für trockene Laufflächen und reduziert die Ammoniakbildung. Zum anderen ist die Matte durch die Profikura-Oberfläche auch bei trockenen Bodenbedingungen äußerst trittsicher, aber trotzdem nicht profiliert und damit leicht zu reinigen.